Der Sport bei WMTV. Hallo und herzlich willkommen. Wir befassen uns heute mit dem Thema Tischtennis. Genauer gesagt mit dem DJK Kleve, der als Aufsteiger bisher aktuell in der Regionalliga spielt und dort eine recht achtbare Funktion innehat. Bei mir zu Gast im Studio ist der Abteilungsleiter Helmut Fereschild in unserer Mitte und links der Spielführer ist Matt Erkis. Schön, dass Sie gekommen sind zu uns. Die erste Frage an Helmut Fereschild, dem Abteilungsleiter der DJK. Wie groß ist der Verein denn? Ich denke, Tischtennis ist nur ein Bereich. Genau, Tischtennis ist ein Bereich mit etwa 150, 160 Mitgliedern. Der Gesamtverein hat so circa 550 mit mehreren Abteilungen. Es gibt also Fußball, Frauenfußball, Damengymnastik und noch eine ganz große Infarktsportgruppe, Rehabilitation. Tischtennisbereich 150 ist also eine relativ große Abteilung und auch ein bisschen das Aushängeschild des Vereins, kann man das so sagen? Doch, das kann man sagen. Regionalliga ist ja schon die dritthöchste deutsche Spielklasse. Und da fliegt der Ball also schon mal ein bisschen schneller übers Netz. Wie viele sind aktiv? Wie viele Mannschaften? Ja, 15 Mannschaften im Moment im Spielbetrieb. Wir gehen gleich nochmal näher auf die Jugendarbeit ein. Vielleicht die Frage an den Herrn Erkis, der schon viele Jahre in die Kleve spielt. Ich glaube, dort angefangen hat und dann auch andere Vereine mal erlebt hat. Wie war denn Ihre Karriere im Tischtennis? Ja, das ist richtig. Ich habe mit 11 Jahren bei DJK Kleve mit dem Tischtennisspielen angefangen und war die ersten 6 oder 7 Jahre dann auch da tätig sozusagen, habe dann den Verein irgendwann verlassen, weil die Spielklasse das da erstmal nicht mehr erlaubt hat und bin dann aber nachher wieder zurückgekehrt und spiele jetzt im dritten Jahr wieder bei DJK Kleve. Welche Vereine haben Sie alle erlebt? Ja, ich bin ja zu dem Nachbarverein gewechselt zunächst, weil dann eine Verbandsliga angeboten wurde. Damals war ich 16 oder 17 Jahre alt. Von da aus bin ich dann in die Oberliga und teilweise auch in die zweite Liga gegangen in dem Verein und habe dann aber den Verein dann gewechselt von da aus Richtung Ruhrgebiet, Duisburg-Rheinhausen und ganz am Ende war ich dann in Uerdingen in der zweiten Bundesliga, bevor ich dann wieder zur DJK zurückgekommen bin. Da kam dann irgendwann der Anruf von Helmut Fereschild. Genau. Kommt zurück. Back to the roots sozusagen. Genau, so sollte das sein. Ja, DJK, Regionalliga. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass man so hoch spielt. Ne? Ja, also der Verein hat viele, viele Jahre lang, ich denke mal so anderthalb Jahrzehnte, immer so zwischen Landesliga und Verbandsliga gependelt, was ja an sich auch schon, denke ich, relativ hohe Spielklasse ist. Und vor 4 Jahren war die Jugendmannschaft 2006 Dritter bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Da gab es also dann Paarungen DJK Kleve gegen Hertha BSC Berlin. Das hört sich ja nun doch schon für uns ganz nett an. Und da kam halt irgendwann die Idee, was machen wir? Wir haben jetzt wirklich sehr gute eigene Leute auch, bevor die jetzt wieder irgendwo in aller Winde verstreut sind, weil wir zu tief spielen, können wir vielleicht doch mal selber was auf die Beine stellen. Da hat der Ismet also auch mit mir zusammen so ein Konzept dann mitentwickelt und unser Jugendwart war auch mit dabei und dann haben wir halt überlegt, was können wir machen? Ja, und dann sind wir tatsächlich innerhalb von 4 Jahren dreimal aufgestiegen. Ihr seid jetzt mitten in der Saison. Wie läuft es bisher? Die erste Regionalliga-Saison? Zufrieden? Oder? Ja, doch. Also das Ziel ist ja, in dieser Klasse drin zu bleiben, was nicht ganz einfach ist, denn die Liga wird reduziert. Das heißt, dass mindestens 4 Mannschaften am Saisonende absteigen Richtung Oberliga. Und ja, da muss man schon sich auf die Hinterbeine setzen. Frage an den Ismet Erkis als Mannschaftsführer. Wie ist die Stimmung im Team? Ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man sich da gut schlagen kann in der neuen Liga. Ja, das ist richtig. Ich glaube, wenn man nicht zusammenwächst und eine gute Mannschaft bildet, dann kann man auch vielleicht die letzten und wichtigen Punkte nicht sammeln. Wir sind jetzt eine ganz gute Mannschaft geworden. Am Anfang war das ein bisschen problematisch. Da sind wir teilweise untergegangen, weil wir eben noch keine richtige Mannschaft gewesen sind. Aber wir sind jetzt über ein halbes Jahr zusammen und konnten jetzt ein gutes Mannschaftsgefüge finden. Also ist ja doch wichtig, kann man auch sagen, Tischtennis ist ein Mannschaftssport. Man sind ja immer nur 1 oder 2 Leute an der Platte. Aber es ist wichtig, dass auch das Team funktioniert. Ja, ist richtig. Es gibt ja immer Doppel- und Einzelspiele. Man steht dann meistens im Einzel alleine am Tisch. Aber gezählt wird dann für jeden Einzelnen immer nur ja, 1 oder maximal dann am Ende 2 Punkte. Aber man muss ganz am Ende alle Punkte zusammenzählen und nur dann kommt man auch zum Sieg. Herr Fereschild hat es gesagt, Regionalliga ist die dritthöchste Liga in Deutschland. Jetzt ist ja Kleve ohne es böse zu sein, nicht Berlin oder Düsseldorf. Wie schafft man das dort, eine Regionalliga-Mannschaft zu etablieren? Auch jetzt finanziell, man braucht ja auch Sponsoren.
Ja, das ist richtig. Also sicherlich ist eine Tischtennis-Regionalliga-Mannschaft jetzt nicht mit einer Fußballmannschaft in einer ähnlichen Klasse zu vergleichen, was die Kosten angeht. Aber natürlich kann man das auch nicht so eben aus der Portokasse bezahlen. Also wir sind froh und glücklich, dass wir eine ganze Reihe von Sponsoren in den letzten beiden Jahren doch gewinnen konnten. Frage vielleicht noch an den Ismet. Jetzt ist der Tischtennis, wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen so eine Randsportart. Das heißt, Fußball dominiert ja im Fernsehen. Wenn man das sieht, es wird stundenlang Fußball gezeigt, kriegt man dann manchmal so einen Hals und sagt, wir werden gar nicht so richtig wahrgenommen oder schreibt man das ab? Ja, muss ich zustimmen auf jeden Fall. Fußball ist ja laufend im Fernsehen, während Tischtennis wohl in der letzten Zeit durch den Superstar von uns, den Timo Boll, ein bisschen nachholt. Auch andere Spieler wie Christian Süß oder Dimitri Ovtcharov sind ja in den Medien mehr oder weniger bekannt. Es holt langsam so ein bisschen auf, aber man muss ganz am Ende sagen, Tischtennis ist immer noch ein Randsport. Letzte Frage, vielleicht, wo steht der Tischtennissport, der Deutsche jetzt, jetzt weltweit? Wo ist der einzuordnen? Sind wir da ganz vorne mit dabei oder wo spielen wir da mit? Okay, also die Nummer 1 in der ganzen Welt, also die Weltrangliste wird angeführt aktuell von Timo Boll. Dahinter sind einige Chinesen angesiedelt und in den Top 10 ist ansonsten kein Deutscher. Der nächste Deutsche ist dann Dimitri Ovtcharov an Position 15 aktuell, soweit ich mich recht erinnere. Und man muss schon sagen, dass insgesamt die Welt von den Chinesen aktuell angeführt wird. Ja, da wünsche ich dir, Leoschka, alles, alles Gute für die laufende Saison und für die kommenden Wünsche, die man so hat und dass man die Klasse hält. Dankeschön für den Besuch hier bei uns im Studio. Toi, toi, toi. Das war's für heute vom Sport. Morgen am Mittwoch dann ab 18:20 Uhr dann wieder mehr vom Sport aus der Region. Tschüss.